Wir sind Deutsche. Und zu einem Deutschen gehört was? Die Nationalhymne. Und die wird jetzt gespielt. Und wer auf dem Stühlen sitzt, sich nicht erheben kann, kann gerne sitzen bleiben. Alle anderen, die gut noch zu Fuß sind, bitte aufstehen. Jetzt einige Worte heute mal verlieren, und zwar in Richtung meine Worte in Richtung Presse. Ist jemand von der Presse heute Abend überhaupt hier? Wo denn? Wo ist der Mann von der Presse? Mit dem Buch gerade über. Okay, gut. Herzlich willkommen, die Presse. Ja, ich habe darüber einiges zu sagen. Und zwar, deswegen war auch die Frage, wer ist heute da oder ist überhaupt jemand da? Vor 2 Wochen konnte ich leider live an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. Es hat mir sehr, sehr leid getan, aber ich war gesundheitlich verhindert. Aber was natürlich passiert ist und was ich total klasse finde, alle Veranstaltungen, die wir hier durchführen, werden aufgezeichnet. Und dafür möchte ich erstmal auch nochmal Danke sagen unserem Stefan. Ich sehe ihn jetzt gerade auch nicht, aber hier vorne steht schon alles wieder. Der macht so eine tolle Arbeit, und das ist wirklich Arbeit, erstmal das wirklich alles haarscharf hinzubekommen, dann auseinander zu friemeln und kleine Filmchen von zu machen. Und ich habe mir die Filme natürlich anschauen können zu Hause. Und dafür bin ich so, so dankbar. Für mich war das, ich habe mir die ein paar Mal angeguckt. Also es war richtig, wirklich klasse. Und ich kann sagen, es waren wunderbare Beiträge. Ob es die Apothekerin war, Frau Colata, ob es der Bürger aus Ferdinandshof war, der Herr Pinger, oder ob es auch der Herr Gutgesell, Geschäftsführer der Stadtwerke in Torgelow, war, der hier mit Zahlen, Daten und Fakten gestanden hat. Das war super, genau, das war super, das war so genial, jede einzelne Rede. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, warum war am nächsten Tag in der Presse nur ein kleiner Artikel? Dann habe ich gedacht, okay, es kommt ja noch der nächste Tag, der Freitag. Aber es war auch nichts drinne. Und dann habe ich mir so verschiedene Fragen, es war was drin, ein kleiner Artikel, und da stand dann drüber, eine Apothekerin spricht. Die beiden anderen genialen Sprecher wurden schlichtweg weggelassen. Ich will nicht sagen unterschlagen, aber sie wurden einfach weggelassen. Und die Fragen, die ich dazu habe, warum ist die wahre Berichterstattung im Moment über die Bürgerproteste im gesamten Land sehr dürftig geworden? Den Eindruck haben wir seit ein paar Wochen, oder ich seit ein paar Wochen. Warum wurde aus dem Vortrag von Herrn Pinger und von Herrn Gutgesell im Nordkurier nicht berichtet? Dann habe ich versucht, mir darauf eine Antwort zu geben. Vielleicht waren es ja zu viele ehrliche Worte in den beiden Beiträgen. Kam vielleicht das Wort Lügenpresse zu oft vor? Das will man natürlich nicht gerne hören und schon gar nicht schreiben, stimmt's? Ja, so, und noch vor ein paar Wochen
Da konnte ich Worte in der Zeitung lesen, wie Sprecher schimpfte, Sprecher wetterte, Sprecher wurde nur mit Nachnamen genannt, was ich unmöglich finde, weil jeder, der hier oben auf der Bühne steht, ist ein Mensch, der hat einen Vor- und einen Familiennamen. Und jeder Mensch, der hier auf diese Bühne geht, beweist Mut, Anstand und denen sollte man auch Achtung zollen. Und es kann nicht sein, dass in der Zeitung steht, dreimal in einem Artikel oder viermal nur der Nachname. Das ist für mich Missachtung. Tut mir leid, ist meine Meinung dazu. Ja, so, und was passiert, ist noch passiert vor einigen Wochen immer. Wörter werden mitunter ein bisschen verdreht, ist meine Meinung. Und die Zahl der Teilnehmer natürlich auch. Weil wir zählen jedes Mal, wir zählen die Leute auf dem Markt, wir zählen die Leute beim Aufzug und wir kennen unsere Zahlen, heute sind es weniger, ist klar, es liegt am Wetter, es liegt egal wo dran, aber man hat so in etwa seinen Schnitt, den man zählt. Wir streiten uns auch nicht mit 10 und 20 Leute, darum geht's gar nicht. Aber wenn so um die 100 schon weggestrichen werden sollen, dann habe ich damit ein Problem. Und damit möchte ich mich nicht weiter rumstreiten müssen. Das muss ehrlich zugehen. Und ich frage mich natürlich auch, welche Taktik die Presse damit wohl verfolgt. Es kommt doch sowieso alles ans Tageslicht, oder? Es kommt ans Tageslicht. Und ich will jetzt nur mal ein Beispiel nennen, nur ein Beispiel. Und es hat auch nichts mit unserer Presse zu tun. Zum Beispiel der Ministerpräsident Michael Kretschmer. Kennt den jemand? Da erwähnt dieser Michael Kretschmer doch einfach beiläufig auf einer Veranstaltung am 21. November diesen Jahres, dass Schul- und Kitaschließungen nicht notwendig, genauso wie die Bundesnotbremse unnötig waren. Das erwähnt dieser Mensch einfach mal so nebenbei. Völlig beiläufig. Da klingt heraus für mich alles halb so wild und wir Bürger sollten doch einfach vergessen und ihm nicht immer solche Vorbehalte machen. Erst raubt uns die Regierung, diese Regierung und auch die vorhergehende muss man ja dazu zählen, 2 Jahre unserer Freiheit, dann gibt sie unumwunden zu, dass ein Großteil der Maßnahmen willkürlich gewesen sind und jetzt sollen wir Bürger einfach vergessen und weiterhin abnicken? Für mich unverständlich. Für mich unverständlich und von wegen, Herr Kretschmer. Wir fordern eine juristische Aufarbeitung des Corona-Unrechts und eine rechtsstaatliche Bestrafung der Verantwortlichen. Und so kommen in letzter Zeit, und wenn man ein bisschen aufpasst, ob man jetzt die Presse liest, ob man jetzt die Nachrichten sich anhört, ob man andere Nachrichten hört, sich beide Seiten einfach mal ein Bild macht, egal wie, so kommen immer mehr und mehr, aber sehr spärliche Fakten und Tatsachen ans Licht. Und von einer Presse, von einer unabhängigen Tageszeitung erwarten wir Bürger erstens eine wahre Berichterstattung, zweitens keine Diffamierungen und drittens keine Verschleierungen oder gar Zurückhaltung von Informationen. Und ganz ehrlich, nichts sagen oder nichts schreiben ist in meinen Augen auch eine Lüge.